Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Henrys Geheimnis 2. Tiffany ist dankbar, Jasmine und Clément waren das allererste Mal in Henrys Zuhause. Was tue ich da? Ich weiß es nicht. Ich pausiere jetzt nicht, es geschehen komische Dinge in meinem Kopf, mit meiner Stimme. Bevor das noch schlimmer wird. Wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt einfach an. Vielleicht wird in diesem Part hier sogar der Song released und wir hören die ersten Reaktionen etc. etc. Also, Lila, raus aus den Federn. Oh, schon? Aber ja. Du kannst natürlich auch weiter schlafen und selber sehen, wie du zur Schule kommst. Ich muss auf jeden Fall zur Uni. Das würdest du nicht wagen. Natürlich nicht. Er drückt mir einen Kuss auf die Wange. Mein Vater ist schon auf. Du könntest ihm also über den Weg laufen. Oh, in Ordnung. Übrigens hat er Tickets für ein Konzert meines Lieblingscellisten aufgetrieben. Ich würde dir liebend gern den Musiker zeigen, der mich schon seit so vielen Jahren inspiriert. Oh, ja, das wäre großartig. Freut mich, dass du mit willst. Er heißt Ibrahim Joak. Joak! In der Welt der klassischen Musik ist er eine echte Berühmtheit. Und diesmal habe ich vorausgeplant. Er weiß bereits, dass Jay ihn nach der Vorstellung treffen möchte. Und da er zugesagt hat, musst du diesmal auch keinen Security-Mann bezirzen. So schade. Ich hatte bereits Gefallen daran gefunden. Er und ich haben einander schon gern gewonnen. Ganz genau. Etwas zu gern für meinen Geschmack. Sagst du das, weil ich ihn meinen Eltern vorgestellt habe? Ist da etwa jemand eifersüchtig? Wie, was? Aber nein, Dummerchen, ich mach doch nur Spaß. Ich nehme dich auf den Arm. Und offenbar mit Erfolg. Ach, ja, vielleicht. Ich liebe es, wenn du mich in deine Welt entführst. Ich auch. Hoffentlich gefällt's dir. Das wird es ganz bestimmt. Wir haben eine Nachricht bekommen. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Von Clément. Und es endet wie immer mit, du bist doch doof. So, wo haben wir das letzte Mal? Ah, der Abend bei Henry war echt super cool. Müssen wir unbedingt öfter machen. Und seinen Vater? Wohin packen wir den? Ach, ein Mann wie er ist doch ständig unterwegs. Ja, unterwegs schon, aber meistens mit Jay. Oh, ja, richtig. Sein Homekino ist jedenfalls der Wahnsinn. Du hast echt das Große losgezogen, meine Liebe. Einen reichen Typen zu verführen, bravo. Ach, du bist doch doof. Ja. Es geht Lila natürlich nur darum, dass sie einen Sugar Daddy hat. Als ich ins Wohnzimmer hinuntergehe, sitzt Henry mit seinem Vater beim Frühstück und trinkt seinen allmorgendlichen Tee. Ich habe dir einen Kakao gemacht. Danke. Guten Morgen, Lila. Freut mich, dass wir zusammen frühstücken. Zum ersten Mal. Danke, aber ich habe sie gestern gar nicht nach Hause kommen hören. Vermutlich, weil ich erst um 3 Uhr morgens heimgekommen bin. Da hast du gewiss schon tief und fest geschlafen. Oh, verstehe. Henry hat mir erzählt, dass der Song dir und Jasmine gut gefallen hat. Oh ja. Ich lasse ihn an meiner Begeisterung teilhaben. Meine Meinung scheint ihn überaus zu freuen und zu erleichtern. Es war ein ordentliches Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Dann wendet er sich an seinen Sohn. Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, haben sie etwas Geschäftliches zu besprechen. Henry, ich bin jetzt mit der Auswahl der neuen Tänzer fertig. Du kannst sie Freitagabend nächste Woche kennenlernen. Okay, super. Und der Fotoshoot mit Sharon wurde für Samstagmorgen angesetzt. Okay. Samstagnachmittag hast du dann Proben mit den Tänzern. Und Sonntagvormittag triffst du dich mit dem Magazin Star Mode für ein Interview und einen weiteren Fotoshoot. Okay. Wow, das kannst du alles im Kopf behalten? Wow, was für ein enger Zeitplan. Nein, mein Vater notiert alles in meinem Terminkalender
und der aktualisiert sich dann automatisch auf meinem Handy. Wie beschäftigt du bist. Stinkfaul trifft es wohl eher. Was? Ein Star von seinem Kaliber sollte eigentlich noch viel mehr Termine haben. Ich reiße mir hier ein Bein aus, damit der feine Herr weiterhin ein Minimum an Freizeit und Kapazität für sein Studium hat. Er könnte durchaus noch mehr machen, aber das steht gerade nicht zur Debatte. Oh, verstehe. Tja dann. Danke, Antoine, dass Sie meinem Schatz helfen, all seine Leben unter einen Hut zu bringen. Gern geschehen, meine Liebe. Ah, oh, es ist schon wieder eine Nachricht eingegangen. Von wem? Sag es mir. Von Henry. Hallo, meine Süße. Bist du heute zu Hause? Ich habe meinen freien Abend. Ja, ich bin mit Jasmine zu Hause. Du kannst kommen, wann du magst. Mikey, hör auf damit. Dann besorge ich uns was zu essen. Ist es okay, wenn ich Sushi mitbringe? Du weißt doch, dass ich da nie Nein sagen würde. Deal. Sushi. Das habe ich auch so lange nicht gehabt. Ich liege auf der Couch und spiele mit meinem Nintendo, während Jasmine an ihren Entwürfen arbeitet. Der Wohnzimmertisch ist über und über mit Skizzen, Papierstapeln und allen möglichen Stiften bedeckt. So verbringen wir ganz entspannt den Nachmittag. Henry will am Abend vorbeischauen. Sein Vorschlag, Sushi mitzubringen, hat uns sogleich in Begeisterung versetzt. Und dann kommt's. Dann bringt er nur Sushi für sich und Lila mit. Und Jasmine und Clément bekommen gar nichts. Aber egal, Clément ist ja gar nicht da, denn Clément kann leider nicht kommen, weil er bei seinem Vater ist. Ich stehe auf und öffne Henry die Tür. Hallo? Er küsst mich und betritt das Wohnzimmer. Jasmine ist so konzentriert, dass sie sein Kommen gar nicht bemerkt hat. Versuch's gar nicht erst. So ist sie schon seit Stunden. Sie hat Kopfhörer in den Ohren und noch immer nicht auf Henrys Anwesenheit reagiert. Hey, das bin ja ich. Er geht zum Tisch und deutet auf eine Zeichnung, die unter einem Stapel Hefte hervorragt. Allerdings traut er sich nicht, sie anzufassen. Bist du sicher? Das bildest du dir nur ein. Oh, stimmt. Sieht aus wie du. Oh, wie süß. Jasmine entwirft schon Bühnenbilder, wollte ich gerade sagen. Bühnenkostüme für Jay. Das ist ja süß. Endlich registriert Jasmine, dass wir direkt neben ihr stehen und hebt den Kopf. Ach, Henry, ich hab dich gar nicht kommen hören. Nicht weiter schlimm. Du warst offenbar ganz in deine Arbeit vertieft. Ich habe euch was zu essen mitgebracht. Oh. Es ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich habe echt Hunger. Ich auch. Ich räume nur schnell meine Sachen weg. Ich helfe dir. Danke. Bei dieser Gelegenheit schiebt er die Hefte zur Seite und betrachtet die Zeichnung, die eben seine Aufmerksamkeit erregt hat, genauer. Doch noch ehe er sie in die Hand nehmen kann, erscheint Jasmine wie aus dem Nichts und stürzt sich auf die Skizze. Oh! Das räume ich lieber selbst weg. Jasmine, bin das etwa ich? Ist das Jay? Ha? Was? Ach so, Jasmine errötet und scheint plötzlich ganz verlegen zu sein. Sie zappelt nervös herum, atmet dann aber tief durch. Na schön, möglicherweise bist du das. Mit schamroten Wangen blickt sie zu uns auf. Das ist wirklich beeindruckend. Der Blick meiner Freundin hält sich auf und sie strafft die Schultern. Findest du? Ich habe meine eigenen Stylisten, die einen super Job machen, aber ich kann nicht leugnen, dass diese Skizzen mich extrem ansprechen. Was für originelle Ideen. Wirklich super. Ich kann mir die Klamotten echt an dir vorstellen. Ja. Ich kann mich auch sehr gut in diesen Outfits sehen. Und dabei musste ich dir meine Wünsche nicht lang und breit erklären, so wie sonst. Irgendwie hast du genau erraten, was ich gerne auf der Bühne tragen würde. Und das ohne mich überhaupt zu fragen. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist mein voller Ernst. Wäre es okay für dich, wenn ich diese Skizzen meinem Vater zeige? Oh, ja, aber sicher. Danke. Ich nehme diese Sache sehr ernst. Wirklich? Henry nickt. Wirklich.
Meine Freundin ist so überwältigt, dass sie sich auf ihren Stuhl fallen lässt und die Hände auf die Wangen presst. Soll das etwa heißen, dass ich deine Entwürfe liebend gern auf einem meiner nächsten Konzerte tragen würde. Genau das soll es heißen. Oh mein Gott! Cute! Diese Happiness. Und dadurch wird sie dann ja auch richtig berühmt. Ich meine, wenn ein Star Designerklamotten trägt, dann heißt es immer, oh mein Gott, was trägt dieser Star dort? Das ist ein Original Jasmine. Schön. Wenn diese Woche doch endlich vorbei wäre. Der neue Song kostet mich so viel Zeit und Energie. Es tut gut, zwischendurch mal an die frische Luft zu kommen. In 2 Stunden muss ich im Tanzstudio sein, damit Papa mir die neuen Tänzer vorstellen kann. Ich nutze die Pause, um ein wenig durch die Stadt zu schlendern. Obwohl es mitten im Winter ist, sind die Temperaturen angenehm. Endlich kann ich ein wenig durchatmen. Verzeihung, Jay? Ich zucke zusammen und fahre herum. Was? Ach, lol, Tommy! It's the Tommy Boy! Ich stehe Tommy gegenüber. Tommy? Sorry, Kumpel. Ich weiß ja nicht, unter welchem Namen du mit den Sterblichen verkehrst. Hab mit den Gedanken gespielt, dich Clark Kent zu rufen, hab's dann aber doch gelassen. Im Gegensatz zu mir scheint er sich keine Gedanken über Verkleidung zu machen. Keine Sorge, niemand hat mich gehört. Ich weiß, wie man unauffällig bleibt. Guten Abend, Tommy. Ich wusste ja gar nicht, dass du in der Stadt bist. Ich wohne hier nicht, aber ich habe Familie und Freunde in der Gegend. Daher komme ich immer mal wieder vorbei. Am liebsten gehe ich in der Innenstadt spazieren. Ist echt nett hier. Das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, magst du was trinken? Ich gebe dir einen aus. Ich weiß nicht recht. Also eigentlich, warum nicht? Was hältst du von dem kleinen Café da? Ich gehe öfter dorthin. Nach dir. Wir gehen zu dem Café hinüber. Verzeihung? Ein extrem hübsches Mädchen spricht uns an. Könnte ich vielleicht ein Foto bekommen? Ich zucke erneut zusammen. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Hey, könntest du bitte das Foto machen? Tatsächlich hat die junge Frau ausschließlich Augen für Tommy. Mich ignoriert sie komplett. Es ist das erste Mal, dass ich die Rolle des Fotografen übernehme. Das Mädchen stellt sich dicht neben Tommy. Beide strahlen in die Kamera und ich klicke auf den Auslöser des Handys. Oh, Dankeschön. Ich liebe Mysteria. Oh, Tommy, du bist mein Idol. Ich bin dein größter Fan. Ich dachte, das ist Lila. Cool, freut mich zu hören. Dann solltest du zu unserer Tournee kommen. Ja, bis bald. Das Mädchen geht davon und wir sehen ihr nach. Ganz schön heiß, findest du nicht? Ja, schon. Tch. Scheint dir ja scheißegal zu sein. Haha. Du bist echt übelst verknallt in die Kleine. Er spricht von Lila. Mein Gesicht hält sich auf. Das bin ich in der Tat. Das klang irgendwie voll abwertend. Cooler Laden, kannte ich vorher gar nicht. Oh! Hey, na wen haben wir denn da? Tommy? Aber wieso seid ihr denn zusammen hier? Stell dir vor, ich habe Clark Kent zufällig in der Stadt getroffen. Er trottete so einsam und traurig vor sich hin, da habe ich ihn auf einen Drink eingeladen. Henry. Ich heiße Henry. Dachte schon, du würdest es mir niemals sagen. Du hast ja nie gefragt. Ich wollte es gern geheim halten. Er reicht mir die Hand. Freut mich, Henry. Ich? Ich bin Thomas. Wirklich ganz rührend, Jungs, aber ich bräuchte langsam mal eure Bestellung. Tommy bestellt ein Bier und ich tue es ihm gleich. Lila eilt davon, bringt kurz darauf unsere Getränke und verschwindet sogleich wieder. Wirst du häufig auf offener Straße angesprochen? Gelegentlich, aber ich bin nicht Jay. Ich löse keine Massenhysterien aus. Und du? Wirst du erkannt? Niemals. Du warst der Erste.
Wow, im Ernst? Moment mal. Soll das etwa heißen, dass niemand aus deinem Umfeld kapiert hat, dass du Jay bist? Ich schüttle den Kopf. Also änderst du deinen Look und fertig? So einfach? So einfach. Ich hoffe, dass es auch weiterhin funktioniert. Ich habe meinen Stil etwas verändert, also... Nur keine Sorge. Die Kleine von vorhin hat dich ja auch nicht erkannt. Was vermutlich daran liegt, dass sie zu deinen Fans gehört und nicht zu meinen. Mag schon sein. Trotzdem. Jeder kennt Jay. Ob er nun Fan ist oder nicht. Ich bin bei weitem nicht so berühmt wie du. Du bist ganz schön selbstkritisch. Kann das sein? Nein. Nur realistisch. Ich habe dadurch auch viele Vorteile. Ich würde es nicht anders haben wollen. Im Vergleich zu deinem Look ist meiner geradezu unauffällig. Ich kann leichter unter dem Radar bleiben. Und wenn du erstmal das ganze Make-up und den übrigen Schnickschnack abgelegt hast, bist du praktisch unsichtbar. Das war die Idee dahinter. Dennoch wundert es mich, dass die Leute aus deinem Umfeld noch nicht eins und eins zusammengezählt haben. Das liegt vielleicht daran, dass meine Persönlichkeit das komplette Gegenteil von Jace ist. Das fällt mir auch gerade auf. Dass ich dich damals durchschaut habe, war einzig und allein dem Kontext geschuldet. Du hast dem Mädchen gegenüber genau das gleiche beschützerische Verhalten an den Tag gelegt wie bei unserem ersten Treffen. Das hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Immerhin empfangen wir nicht allzu häufig Leute im Backstage-Bereich. Ihr wart mir also noch gut im Gedächtnis. Der Befehl kam von ganz oben. Da konnten wir unmöglich Nein sagen. Wenn sich mein Vater erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nur schwer etwas abschlagen. Tut mir leid, dass wir uns so aufgedrängt haben. Aber nein, das muss es nicht, hat doch Spaß gemacht. Sowas passiert uns nicht oft. Er wendet den Kopf und nimmt Leila ins Visier, die sich gerade um andere Kunden kümmert. Und sie? Hat sie dich durchschaut? Oder wie ist sie deine Freundin geworden? Ich seufze. Die schmerzvollen Erinnerungen an mein schreckliches Verhalten im letzten Jahr kommen wieder an die Oberfläche. Sie hat es herausgefunden, als sie mir als Jay begegnet ist und ich mich ihr offenbart habe. Wie denn genau? Wird er mich wirklich zwingen, diesen Teil der Geschichte zu erzählen? Ich kann jetzt schon vorhersagen, dass es eine spannende Story ist. Oh mein Gott, Plot-Twist! Tommy arbeitet für Voili Voilou. Und dann kommt eine reißerische Story mit das Leben des Jay, der eigentlich Henry ist. Clark Kent in Sweet Amores. Nein, wie heißt die Stadt da eigentlich? Haben wir jemals über die Stadt gesprochen? Ich glaube nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du dich wie ein Arsch verhalten hast. Ach. Sag nicht, du hast versucht, sie anzumachen. Mir weicht alle Farbe aus dem Gesicht. Tommy hält sich den Bauch vor Lachen. Ah, Idiot. Du musst ja echt verzweifelt gewesen sein, um so tief zu sinken. Ob es Verzweiflung war, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war ein großer Teil Dummheit mit dabei. Ja, das auch. Aber wenn man euch jetzt so ansieht, scheint sich ja alles noch zum Guten gewendet zu haben. Leila wirft mir quer durch den Raum einen zärtlichen Blick zu. Ich lasse sie nicht aus den Augen. Ja. Sie macht mein Leben so viel besser. Ach ja, die Liebe. Und du? Bist du mit niemandem zusammen? Nein. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie du das hinkriegst. Ich für meinen Teil könnte bei so viel Angebot nie die Finger stillhalten. Ah, sympathisch. All diese Frauen. Eine heißer und umwerfender als die andere. Noch dazu machen sie einem andauernd schöne Augen. Wie soll man da widerstehen? Ich verstehe nicht, wie Henry da lachen kann. Irgendwie ist das super unangenehm. Ich mache mir einfach bewusst, dass sie nicht wirklich mich wollen. Wen kümmert's? Dann geht es eben nicht um dein wahres Ich. Das kann dir doch egal sein. Oh, was für eine tolle Einstellung. Super! Hey, Junge, du bist ein Star. Du hast so viele Groupies, die alle mit dir in die Kiste wollen, weil du ein Star-Appeal hast. Und, oh, nee. Nee. Oh,
Ah, nee, unangenehm. Und warum lachst du darüber? Was gibt's da zu lachen? Das ist irgendwie nicht lustig. Das ist einfach nur unangenehm. Es ist mir nicht egal. Es ist mir sogar sehr wichtig. Ich bin einfach anders als du. Ja, ja, okay. Ich meine, er kommt ja nur mit diesem Argument, ja, ist doch egal, die sind heißer und charmant und wup wup. So, natürlich, es gibt definitiv Männer da draußen, die ultra heiß sind, mega attraktiv, so vom Aussehen her. Aber bei denen ich nicht wirklich weiß, was ist das für ein Charakter. Und wenn ich dann die Wahl habe, gehe ich dann mit diesem Typen mit, der ultra heiß ist und meine ästhetischen Ansprüche befriedigt. Oder lieber mit meinem Partner, bei dem ich ganz genau weiß, wie er innerlich ist, was wir schon alles miteinander durchgemacht haben. Der mich glücklich macht und bei dem ich weiß, woran ich bin. Warum sollte ich dann mit dem Typen durch die Gegend laufen, der dann so ultramassiv hot ist? Also, das... Ah! Unangenehm. Ihr seht den Punkt, oder? Ihr seht den Punkt. Zumal dieser Typ mit der ästhetischen Befriedigung garantiert nicht die Dinge in mir auslösen würde, wie mein Partner, der an meiner Seite steht und bei dem ich weiß, dass er mich genauso respektiert und schätzt wie ich ihn. Ich bewundere dich. Tommy wird wieder ernst. Du bist ein guter Kerl, Henry. Danke, Thomas. Ich treffe nicht häufig Leute, die so starke Werte haben wie du. Viele nutzen ihren Star-Status, um allen möglichen Unsinn anzustellen. Mir öffnet das ja auch Türen. Das kann ich nicht bestreiten. Trotzdem versuche ich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Lila kommt vorsichtig näher. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, meine Herren. Danke, alles ist perfekt. Ich sehe sie vielsagend an und entlocke ihr ein Lächeln. Komisch, euch hier zusammenzusehen, wie zwei alte Freunde. Ich hoffe, das werden wir eines Tages. Er trinkt sein Bier aus und stellt das Glas auf dem Tisch ab. Also gut, ihr Turteltauben, dann will ich euch nicht weiter stören. Henry, es war mir eine Freude, dich endlich richtig kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das würde mich auch freuen. Er blickt zu meinem Handy, das ich auf dem Tisch gelegt habe. Darf ich? Sicher. Ich entsperre es und reiche es ihm. Er tippt eine Nummer ein und speichert seinen Namen in meinen Kontaktdaten. Hier, bitte. Jetzt sind wir offiziell befreundet. Bis bald. Moment. Wolltest du ihn nicht auf das Getränk einladen? Wieso bezahlst du denn jetzt nicht? Oder ist das die Bezahlung so, ich gebe jetzt meine Nummer in das Handy ein und dann verschwinde ich? Das ist meine... Was ist das denn? Das mache ich demnächst auch. So, komm, Freund, ich lade dich zu einem Drink ein. Dann reden wir ganz viel und ich hoffe, dass dir dann nicht auffällt, dass ich gehe, ohne vorher bezahlt zu haben. Schön. Wow. Ja, Lila ist darüber genauso amused. Not. In der Tat. Ich muss auch los, mein Vater wartet auf mich. Ich küsse sie auf die Wange. Ich muss erst in meinem Kalender nachsehen, wann ich wieder Zeit für ein Treffen habe. Sehen wir uns morgen? Natürlich. Und auch Henry bezahlt nicht. Es bleibt halt alles an Lila hängen. Tja, und wie die Termine von Henry weitergehen werden, wie das Fotoshooting mit Sharon läuft, wie die Dance Academy Dance with Your Heart läuft, das werden wir auch morgen sehen. Sind die Tänzer toll oder machen sie sich auch ein Jay ran? Finden wir es heraus im morgigen Part. Morgigen, sage ich schon. Übermorgen. Ich habe ja den Rhythmus geändert. Wir sehen uns übermorgen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, bye bye und tschüss.